Ja, schaut so aus. Failsafe, wir sind bei deinen Koordinaten. Kate steckt in einem Vex-Portal fest. Kannst du uns helfen, die Energiequelle zu finden, damit wir ihn dort rausbekommen? Oh ja, wenn wir den Vex-Teleporter finden, den die Kate-Einheit genutzt hat, kannst du den Kreislauf ausschalten und ihn befreien. Ich kann dich hinführen. Okay, wir finden also diesen Vex-Teleporter und schalten ihn aus. Simpel. Klar. Sofort machen wir das. Ganz einfach. Uisa? Die werden alle sehr begeistert sein von unserer Idee. Aber es ist echt imposant gemacht, was? Ja. Ja. Aber schön gemacht. Mhm. Wo geht's weiter? Was ist das Zeug? Es heißt Radiolaria. Du weißt schon, Vex-Geistesfluid. Dieses Zeug ist organisch. Scheint, die Vex sind keine reinen Roboter. Oh no? Jetzt wissen wir, dass sie keine reinen Roboter sind. Gut. Ja, gut zu wissen. Und das wächst, das kommt aus dem Berg raus. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich auch nicht. Das schauen wir mal. Okay, das kann man ja kaputt machen. Oh ja, man kann es untersuchen. Ja. Oder ist jetzt? Na jetzt. In einer Simulation von einer weit entfernten Zukunft einer Alternativversion von Nessus dient dieser Energiestrahl vielleicht einem Zweck, den wir verstehen. Aber hier... Arch. Wo bist du? Na, ich bin einfach den Fluss entlang. Hä? Da in die... Ich komme da hinten. Ja, schau. War ja ganz woanders. Das ist ja wieder so eine scheiß Jump'n'Run-Geschichte. Ja. Schaut mal, wenn man da reinfällt, geht man ein. Autsch. Ha? Ich bin fast reingeflogen in den Fluss. Also. Ich bin reingeflogen in den Fluss. Ja, und ich fall gleich wieder rein, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Da in das blöde Loch muss rein. Oben. Okay. Ja. Da ist er gleich wieder. Halleluja. Ey! Was ist mit euch kaputt? Ich meine, schaut's hübsch aus, aber. Es ist wie Tontauben schießen. Genau. Zum Henker hat Kate nach Nessus geführt. Ich kenne die Antwort. Erstens, hör auf, uns zu belauschen. Zweitens, wie lautet die Antwort? Er hat gesagt, ich darf es nicht verraten. Alter, schaut das geil aus. Ja. Alter. Bereich wieder eingeschränkt. Ich liebe sowas. Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Wir hören mal doch in ein diplomatisches Gespräch übergehen.
komm in den Kreis. Bin da. Da ist er. Da oben. Mir geht's nicht gut. Ich muss mich da irgendwo zurückziehen. Ui! GP hat ein Problem. Bist du? Mir reicht's da um. Scheiße. Mir geht's nicht gut. Aber schlecht die Scheiße. Was ist mit dir? Komm in den Kreis wieder. Jetzt geht's mir wieder gut. Wo ist ja auch noch? Zerstörung der Wächs würde ich meinen. Ich möchte das aufsammeln. Munition und so, was man alles brauchen kann. Ja, ja. Da. Ich glaube, ich habe alles. Ja. Da drauf, oder? Schaut so aus. Das ist der Vex-Teleporter? Ja, Kate 6 wird ihn sicher haben wollen. Du solltest ihn an dich nehmen. Nimm das, du Blechkopf! Ich bin raus, Baby! Raus! Wuhu! Kate, wo bist du? Hey, du hast es geschafft! Du hast mich da rausgeholt! Und... Oh, bin ich hier. Held-Einheit, du bist in der Nähe der Reste des Reaktorkerns. Willkommen auf der Exodus Black. Wo all deine Träume wahr werden. Die motivierte Stimme im Hintergrund. Wo all deine Träume wahr werden. Na gut. Dann tun wir das. Machen wir das. Ich bin teleportiert. Und du? Ihr habt also meine neuen Freunde kennengelernt. Failsafe und ihr böser Zwilling Failsafe. Wo bist du teleportiert? Wo bist du hin? Hätte ich Gefühle, wären sie jetzt verletzt. Es ist eh nur ein Portal da. Warte ein bisschen. Ja, ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe jetzt das... Ich hasse dich, Spiel. Hab ich schon gesagt? Was ist denn das da jetzt? Hast du deine Waffe auf das Ding angepasst, auf die Energie? Weißt du, wie das geht? Auf was angepasst? Na, ich verwende ja zurzeit Feuer, also ja, diesen Solarfokus oder wie auch immer der heißt. Mhm. Na? Und wenn du jetzt auf deine Waffe gehst, also mit F1 und dann rechte Maustaste auf die Waffe, dann kannst du ja diese Waffenmods ändern. Ja. Und wenn du die Waffe mit derselben Fähigkeit ausrüstest wie die Fähigkeit, die du hast, dann verstärkst du die Waffe dadurch. Also. Es gibt welche, also die zum Beispiel Kinetikschaden-Mod, das würde ich nicht weggeben. Also, aber ansonsten, wenn du eine normale Waffe hast, würde ich es umtun auf die Fähigkeit, die du hast.
Wo sehe ich hier welche Fähigkeit, dass ich habe? Was meinst du jetzt da? Links oben. Ich habe die Dämmerklinge, den Fokus. Was für ein Jäger. Jäger und was lässt du links oben für ein Symbol stehen? Das große? Ein blaues? Ja, was steht denn da, wenn es drauf? Jägerfokus. Jägerfokus. Ja. Und dann okay. Habe ich noch das geschmolzene Handfeuerwaffe, was ich aber noch nicht freischalten kann. Naja. Aber das geht erst mit der nächsten Story-Mission, die man ja alleine spielt. Aber wenn du jetzt einfach die Maus drauf lässt, dass der, ja, wo der Name steht, wie das heißt, dass das ein Symbol. Ist das ja ein Feuer? Ein Feuer oder was ist das für ein Symbol? Was Blaues. So ein blaues Eiszapfen, Eiskristall, keine Ahnung, was das ist. Okay, und wenn du jetzt auf die Hauptwaffe nebenan gehst und rechte Maustaste drückst, dann hast du da stehen Waffenmods. Und wenn du auf den Waffenmod gehst, kannst du vielleicht unten was aussuchen, was passender wäre. Nö. Kann ich nicht. Na? Es sind da Sachen da, aber nichts, was ausschlaggebend ist. Okay. Gut. Genau, was haben wir da? Gut, du bist schon weitergegangen. Wir stehen nur hier und ein Event beginnt. Machen wir mit? Ja, von mir aus. Aber du, das sind 500 Meter. Also, das ist ein Gegner. Wir müssen da nicht mitmachen, es war eine Idee. Ja, da würde ich eher weitergehen wollen. Wenn wir schon so weit weg sind, ne? Oh oh, die Gefallenen haben die Vex sauer gemacht. Und mit sauer meine ich Fuchsteufelswild. Ich verstecke mich auf der Exodus Black. Hier, aber mein Rumpf ist komplett zerbrochen. Die Decks 1 bis 20 sind vergraben. Und mein Kühlungssystem... Ein einziges Schlamassel. Oh, das wissen wir, Failsafe, das wissen wir. Eindringlingsalarm. Ich bin's. Ich, die Kate-Einheit. Negativ. Ich meine positiv. Die Kate-Einheit. Aber du ziehst eine große Menge an Gefallenen an diese Position an. Die Kate-Einheit. Holla, die Waldfee. Failsafe, die schießen auf mich. Dann rate ich dir, nicht erschossen zu werden. Ja, guter Tipp, ne? Also. Pass auf, dass du nicht angeschossen wirst. Ich laufe dir mal hinterher, ich bin da nämlich vorher die ganze Zeit im... Ich richtig bin. Vielleicht können wir es oben schaut rein. Da, oh ja, es schaut aber gut aus. Ist das so viel verlangt, dass ich die Wex und die Gefallenen... Na, aber hier? Fertig machen? Aber da bin ich noch nicht. Ganzen Spaß. Das ist ein echt großer Wex. Ja, das ist ein großer Wex. Schau mal, wie groß der ist. Wo bist du? Da unten. Du, das ist ein großer Wex. Und wir machen den Typen so gut wie keinen Schaden. Beruhigt das eigentlich? Na, ich habe ihm jetzt schon ein bisschen Schaden gegeben. Der Vetter. Nur einer. Yeah.
Mann. Ich habe ein Level up. Der Kleine wieder. Ich habe keine Munition mehr für meine Hauptwaffen, das ist ganz schlecht. Ich brauche dringend Munition. Vidal ist überbewertet. Mhm. Ich habe ihn. Ich muss da weg. Okay, du hast es geschafft. Yeah! Den Torlord hat das Zeitliche gesegnet. Halt durch, Kate. Freut mich zu hören. Die Gefallenen haben uns nämlich gefunden. Aktiviere Verteidigungsschild. Zurücktreten, Kate 6. Hey, nicht schlecht, Failsafe. Die Gefallenen können uns jetzt nicht erwischen. Oder die können nicht. Oder? Geht's zu überall? Wir werden es nicht wollen, dass wir da sind. Genau. Finde ich aber nicht sehr gastfreundlich, muss ich sagen. Naja, ich meine. Und vor allem immer dieser Stress, gell? Ja. Naja, ist schon recht. Gehst du normalerweise, wenn du wandern gehst, mit der MG durch? Du solltest dich beeilen. Ich glaube, einer von denen hat gerade gesagt, dass er mein Horn als Trophäe haben will. Mein armes, schönes Horn. Oh! Fuck. Wir sind's. Warum habe ich das Gefühl, wir werden es gleich nicht so ruhig werden, da. Und da hinten rennt irgendwas, was furchtbar stark gleich durchgeht. Ich glaube, um das sollten wir uns kümmern, oder? Ah, da ist ein fetter Gelber. Ja. Wo ist er? Keine Ahnung. Nehmen sie da einfach aus dem Rennen, ich meine, was sind da Blödsinn? Halt! Ich hau die ganze Zeit daneben. Da hinter uns sind welche. Oh. Sorry, ich muss nachladen. Da ist er ja wieder, unser Freund. Der hat aber da ganz schön das Geschwader mit sich herum, ha? Ja, das sind relativ viele, wir müssen hinterher. Junge, was rennst denn davon? Na, bis das dann mit Nachladen. Halleluja! Mit
geht's nicht gut. Ich rette dich. Da oben kommt der Dicke. Der ist nicht gut aufgelegt. Komm zu mir. Ja. Das schleicht dich. Was denn? Hab ich voll verfehlt. Wow. Jedes Mal, wenn ihr ne- Bitte? Wir haben keine Munition mehr. Willkommen im Club. Mir geht's also, gleich genauso. Keine Munition mehr. Was hat der für ein Level, bitte? Ah, ich habe eine Option. Das hat einem nicht gefallen. Hey, der Gefallene hat was fallen lassen. Was ist das Nettes? Nicht schießen, oder? Doch. Oder schießen. Ich weiß nicht, was das... Ich glaube, da kommt was Fettes. Ja, Holz drauf. Nein, dass ich das Ding für was anderes noch brauche. So. Nicht, dass ich da vielleicht eine begrenzte Anzahl an Schuss jetzt da vergeht, die wir dann brauchen. Also ich kann auch eine nehmen. Okay. Na, mach mal. Na, dann komme ich. Ich kann es aber nicht mehr auswählen. Okay, dann mach's ich. Ja. Ah, die muss man mitnehmen. Das ist Missionsgegenstand. Ich muss Munition sammeln. Aktualisiere Crewlog hoch. Gratuliere. Wir müssen da oben rein. Neuer Kapitän registriert. Willkommen an Bord, Captain.